Während der 90er bis in die frühen 2000er versuchten viele Franchises ihren Sprung auf den PC sowie Konsolen, und Star Trek war keine Ausnahme, sowohl mit Tie-ins zu den Kinofilmen als auch eigenständigeren Produkten. Manche dieser Spiele waren wirklich gut, andere eher nicht und viele waren noch irgendwas dazwischen. In nächster Zeit möchte ich mich vermehrt mit diesen Spielen befassen und sehen, wie gut oder schlecht sie gealtert sind. Den Anfang macht das 2000 veröffentlichte Star Trek Deep Space Nine The Fallen, eines von vier Spielen, die sich gezielt in der DS9-Ecke des Franchises ansiedeln. Das hier ist aber aus verschiedenen Gründen das einzige dieser vier, mit dem ich wirklich Erfahrung habe. The Fallen's Intro zeigt uns, wie eine Gruppe cardassianischer Wissenschaftler während der letzten Tage der Besatzung ein geheimes Experiment mit einem Drehkörper durchführt. Das ist soweit nicht ungewöhnlich, da die Cardassianer fast alle Drehkörper während der Besatzung beschlagnahmt hatten, aber dieser hier ist rot. Eine Farbe, die Kenner der Serie mit den Paargeistern verbinden werden. Der Drehkörper hat dementsprechend ein besonders gewalttätiges Eigenleben, was zum Tod einer Wissenschaftlerin und zweier Wachen führt, bevor er versucht, einen Raumzeitriss zu öffnen. Die Leiterin des Experiments, eine Cardassianerin namens Terrell, flüchtet daraufhin von der Station im Glauben, dass diese gleich zerstört wird. Tatsächlich bleibt die Space Nine, damals noch Terrognor, aber unversehrt und der Drehkörper verbleibt unentdeckt auf der Station, als die Sternflotte und die Bajoranische Miliz sie übernehmen. Erst jetzt kommen wir ins Hauptmenü des Spiels, wo wir die Wahl zwischen drei Charakteren haben, aus deren Blickwinkel wir die Geschichte erleben können. Sisko, Kira und Worf. Sisko und Kira unterscheiden sich spielerisch nicht wirklich, bis auf die Tatsache, dass sie seriengetreu jeweils Sternflotten oder Bajoranische Phaser verwenden. Die sind von der Funktion her identisch, aber es ist immerhin ein Detail, auf das geachtet wurde. Worf tauscht seinen Phaser gegen ein Buttlet. Ein Unterschied, den das Tutorial-Level ruhig näher hätte erläutern können. Aber dazu später mehr. Wichtig ist vielmehr, dass alle drei Charaktere die gleiche Geschichte aus unterschiedlichen Blickwinkeln erleben. Ich werde mich daher bemühen, die Geschichte so übersichtlich wie möglich zusammenzufassen, gleichzeitig aber auch ein paar Worte zu Gegner und Leveldesign verlieren, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Worf und Siskos Geschichte beginnt auf der Defiant, die gerade dem Notruf eines bajoranischen Forschungsschiffs namens Kael Tool nachgeht. Besagtes Schiff wird schwer beschädigt vorgefunden, allerdings mit Überlebenden, die unpraktischerweise nicht einfach rausgebeamt werden können. Sisko fliegt also mit einem Shuttle rüber, um die Überlebenden einzeln mit Musterverstärkern auszustatten. Allein. Hierzu sollte ich wohl kurz erwähnen, dass das Tutorial-Level uns mit den wichtigsten Dingen vertraut macht, aber nicht erklärt, wie man Gegenstände aus dem Inventar verwendet, wozu auch die Musterverstärker gehören. Das kann bereits in den ersten Missionen der drei Charaktere zu echten Problemen führen. So kann es passieren, dass man als neuer Spieler ziemlich ratlos vor dem ersten Überlebenden steht und nicht weiß, was man mit ihm tun soll. Kurz nach seiner Ankunft stellt Sisko fest, dass das Schiff Opfer eines unbekannten Angreifers geworden ist. Der bleibt auch nicht lange unbekannt, denn die Defiant wird sein nächstes Ziel. Durch einen Überraschungsangriff werden sowohl Antrieb als auch Waffen der Defiant außer Gefecht gesetzt und O'Brien noch dazu. Also erhebt sich Worf aus dem Kommandosessel, um das Schiff zu reparieren. Allein. Und dann wird die Defiant auch noch von den Fremden geentert. Damit muss sich Worf also auch noch rumschlagen. Allein. Hier etablieren sich bereits drei Trends in diesem Spiel. Wenn die Defiant angegriffen wird, fallen Waffen und Antrieb immer sofort aus, O'Brien wird außer Gefecht gesetzt und die spielbaren Charaktere machen alles selbst. Im besten Fall sind in den Startgebieten einer Mission ein paar verbündete NPCs anwesend, aber sinnvolle Hilfe dürft ihr von denen nicht erwarten. Das hat der Voyager-Gegenpart Elite Force zumindest alibimäßig hinbekommen. Sisko, Kira und Worf begegnen sich außerhalb von Cutscenes nicht mal auf gemeinsamen Missionen, da sie unterschiedliche Bereiche durchqueren oder geteilte Bereiche zumindest nicht zur gleichen Zeit. Interagieren können wir mit den anderen Charakteren nur zwischen den Missionen auf Deep Space Nine, und das heißt effektiv auch nur, dass wir zuhören können, während sie einen Monolog abspulen. Sisko und Worf müssen sich in ihren ersten Missionen zwei verschiedenen Gegnertypen stellen. Zum einen fliegenden Drohnen, die zwar nicht allzu gefährlich sind, aber manchmal auch nach ihrem Tod noch Stromstöße austeilen. Was besonders uncool wird, wenn die Leiche glitscht und nicht mehr vaporisiert werden kann. Zum anderen haben wir große humanoide Gegner, die hier zwar noch nicht bewaffnet sind, aber Schilde mit unbegrenzter Kapazität besitzen und sehr hart zuschlagen. Wir können sie aber genauso wie Kraftfeldgeneratoren scannen, um den Schild dann mit dem Phaser durchdringen zu können. Oder wir versuchen eine Explosion neben ihnen auszulösen. Worf kann auch zum Buttlet greifen, wobei das nicht ganz ungefährlich ist, wenn man nicht aufpasst. Sisko hat auch noch die Möglichkeit, sie mit einem Musterverstärker auszustatten und ins All beamen zu lassen. Etwas brutal für Sternflottenverhältnisse, aber wir erfahren später sowieso, dass es sich hier nicht um biologische Lebensformen handelt. Das ist aber eine Möglichkeit, die das Spiel nie auch nur andeutet. Ich wusste, dass es in der Convergence-Mod möglich ist, hatte aber gedacht, dass es ein neues Feature ist. Da Sisko dann aber sogar einen entsprechenden Dialog abspulte, habe ich es direkt auch mal im Originalspiel ausprobiert und war ziemlich überrascht. Versteht mich nicht falsch, ich finde es wirklich klasse, dass die Entwickler auf diese Idee kamen und den Spieler nicht enttäuschen wollten, falls er es auch tut. Aber es ist nur in diesem einen Level möglich und da wird es wie gesagt nicht einmal angedeutet. Was sicher möglich gewesen wäre, denn im gleichen Level gibt uns auch eine der Überlebenden, die wir retten müssen, den Tipp, unseren Phaser umzustellen, falls wir bis dahin nicht selbst drauf gekommen sind.
Kira besucht in der Zwischenzeit ihre Heimatwelt Bajor, genauer gesagt einen Freund aus der Besatzungszeit, Obanak Kilun. Obanak hat sich nach der Besatzung von den Propheten abgewandt und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Paargeister die wahren Beschützer Bajors sind. The Fallen spielt während der 6. Staffel der Serie, also hatte die Besatzung schon einige Interaktionen mit Paargeistern und dementsprechend ist Kira ziemlich angewidert von den neuen religiösen Ansichten ihres Freundes. Gleichzeitig will sie ihn aber auch nicht im Stich lassen, als er sie um Hilfe bittet, um einen alten bajoranischen Tempel auf dem Mond Gerardo erforschen zu können. Bevor Kira aber eine Entscheidung treffen kann, wird das Kloster von radikalen Anhängern der Propheten, den Kaltan, angegriffen. Wenn es nach Obanak geht, auf Geheiß der Vedek-Versammlung, und das passt definitiv zu Kai Winn. Kira bleibt jedenfalls keine andere Wahl, als Obanak bei der Evakuierung des Klosters zu helfen. Die Kaltan sind die ersten menschenähnlichen Gegner, die wir treffen. Neben ihrer Vorliebe für wirklich lautes Geschrei, sind einige von ihnen sogar mit Sprengstoffgürteln ausgestattet. Wenn wir ihnen zu nahe kommen oder sie verletzen, kann es passieren, dass sie versuchen, uns mit in den Tod zu reißen. Zusätzlich werfen sie auch noch mit Granaten, welche leider manchmal etwas schwer von gewöhnlichen Trümmern und Felsbrocken, die je nach Ort auch herumliegen können, zu unterscheiden sind. Sie wollen schon gehen, Nerys? Das ist überhaupt nicht creepy. Zurück auf der Station stellt sich den Protagonisten ein neues Rätsel. Bei Wartungsarbeiten wurden zwei kardassianische Leichen gefunden. An sich nicht mega mysteriös, da die Station immerhin vor den Kardassianern gebaut wurde und auch gerade angesichts der kürzlichen zweiten Besetzung durch das Dominion, aber diese beiden hatten das Pech, in einen Schott geschmolzen zu werden. Ich frage mich, ob die Entwickler von Star Trek Online daher die Idee hatten, dass die Wände von Sternenbasen aus eingeschmolzenen Menschen bestehen. Als Spieler wissen wir natürlich schon aus dem Intro, was diesen beiden Soldaten widerfahren ist, und hier bin ich etwas zwiegespalten, ob das erzähltechnisch so clever ist, dass wir als Spieler einen Wissensvorsprung vor dem Protagonisten haben. Dex identifiziert die Angreifer auf der Defiant und der Kil'thul inzwischen als die Grigari, ein Volk aus Söldnern und Piraten, das sonst eher in anderen Regionen aktiv ist. Mir gefällt hier wirklich, dass die Grigari gar kein neuer und am besten noch unfassbar mächtiger Feind sind. Sie sind eigentlich eine kleinere Macht, die der Sternwarte auch gar nicht unbekannt ist, nur ihr Auftreten in dieser Region des Weltraums ist ungewöhnlich. Sisko ist währenddessen sehr interessiert an dem Tempel auf Gerardo, von dem er in letzter Zeit Visionen hatte. Unser nächster Zwischenstopp ist also dort. Vorher dürfen wir aber noch etwas auf DS9 rumlaufen und uns mit den Leuten unterhalten. Unterhalten ist ja aber relativ, weil wir eigentlich nur zuhören und natürlich sind auch nur die Hauptcharaktere synchronisiert. Andere wie Rom oder Admiral Ross können wir zwar finden, aber sie sprechen nicht mit uns. Im Fall von Kai Winn definitiv ein Bonus und sie packt auch heute mal niemandem ans Ohr. Wirklich etwas zu tun gibt es auf DS9 aber nicht und wir können auch nur zwei Orte besuchen, Ops und die Promenade. Man könnte natürlich Morn im Quarks besuchen, aber ich muss euch warnen, das wird ein sehr einseitiges Gespräch, denn da lasst uns einfach nicht zu Wort kommen. Sobald wir uns bereit fühlen, können wir zu einer der Luftschleusen laufen, um die nächste Mission zu beginnen. Auf Gerardo machen sich die drei Protagonisten unabhängig voneinander auf die Suche nach dem Tempel. Leider werden wir auch hier wieder von den Kaltan überrascht und ich muss wirklich sagen, die haben Eier. Die Implikation ist natürlich, dass auch hier Kai Winn verantwortlich ist, aber selbst dann ist das schon ein krasser Move, Sternenflottenpersonal und den Abgesandten der Propheten anzugreifen. Das ist, als würde der Papst radikalen Katholiken befehlen, Jesus anzugreifen. Jetzt, wo ich das sage, klingt das auch gar nicht so unrealistisch. Gerardo ist das erste Level, das deutlich macht, dass sich die Level zwischen den Charakteren durchaus überschneiden können. Wenn sich zwei oder alle drei Charaktere eine Mission teilen, starten sie an unterschiedlichen Orten, durchqueren aber an manchen Stellen die gleichen Bereiche. Aber auch innerhalb dieser Bereiche sind die Aufgaben oft unterschiedlich. Auf Gerardo durchqueren sowohl Sisko als auch Kira ein Gebiet mit Türen, die durch Kommando- und Versorgungskarten geöffnet werden müssen. Sisko hält aber nie die Kommandokarte und Kira nie die Versorgungskarte. Insgesamt ziemlich clever gelöst, da das Areal wiederverwendet werden konnte und man bei aufeinanderfolgenden Playthroughs auch einige Déjà-vus hat, aber gleichzeitig Abwechslung gegeben ist. Nach einigen feindlichen Auseinandersetzungen sowie kleinen Rätseln finden wir jedenfalls ein Relief, das drei Drehkörper darstellt. Zurück auf DS9 beginnt Dex mit der Analyse und Übersetzung des Reliefs, währenddessen bekommen wir aber Besuch von einer Delegation des Kanelianischen Zirkels, einer kardassianischen Ärzteorganisation, die ebenfalls den Tod der zwei Soldaten aufklären will. Diese Organisation gibt es in der Serie übrigens nicht und selbst im Beta-Kanon ist dieses Spiel die einzige Quelle zu ihr. Die Delegation wird von einer Cardassianerin namens Deja geleitet und wer im Intro aufgepasst hat, wird sie als Terrell wiedererkennen. Auch Garak findet sie ziemlich sass, hält es aber nicht für nötig, mehr dazu zu sagen. Auf der anderen Seite des Shots, in das die Leichen eingeschmolzen waren, wurde in der Zwischenzeit das Labor aus dem Intro entdeckt. Also ratet mal, wo Sisko Deja jetzt hinbringt. Danke für nichts, Garak. Terrell schnappt sich den Drehkörper und aktiviert, um ihre Flucht zu decken, das Antiterrorismusprogramm aus der Staffel 3 Episode In der Falle, oder wie sie im Original heißt, Civil Defense. Sisko, den Terrells Soldaten natürlich nicht getötet haben, nimmt die Verfolgung auf, während Kira den Computer der Station neu startet und Worf versucht, Terrell den Weg abzuschneiden. Trotz aller Bemühungen kann die Besatzung aber nicht verhindern, dass Terrell mit dem Drehkörper entkommt.
Hier muss ich kurz etwas ausholen. The Fallen spielt während Staffel 6 der Serie und ich weiß es wirklich zu schätzen, wie viel Mühe das Spiel sich gibt, plottechnisch hier reinzupassen bzw. nicht der Serie zu widersprechen. Der Plot basiert auch zum Teil auf der Millennium-Trilogie, wobei die natürlich kein Alpha-Kanon ist. Aber wenn das hier die 6. Staffel sein soll, dann war DS9 erst vor kurzem wieder in der Hand der Cardassianer. Wieso hat Tyrell also nicht einfach zu dem Zeitpunkt den Drehkörper geholt? Ich kann mir zwar vorstellen, dass sie weder die Aufmerksamkeit von Dukat noch von Viljoen auf sich ziehen wollte, aber als Agentin des Obsidianischen Ordens würde ich meinen, dass sie einen Weg finden würde. Natürlich wirft das auch die Frage auf, wieso Tyrell überhaupt so ein gefährliches Experiment gewagt hat, statt den Drehkörper einfach mit nach Cardassia zu nehmen. Aber ich halte es für sehr denkbar, dass ihre Vorgesetzten den Sinn ihrer Forschung nicht sahen. Die Cardassianer hatten fast alle Drehkörper beschlagnahmt und nicht allzu viel mit ihnen gemacht. Vermutlich war niemandem außerhalb von Tyrells Team klar, dass dieser Drehkörper anders ist. Die ganze Sache öffnet aber meiner Meinung nach eine ganz andere Logiklücke. Wäre das hier während Staffel 5 oder vorher, fände ich es völlig verständlich, dass Sisko das Labor nicht vorher schon hat untersuchen lassen, als Zeichen des guten Willens. Aber hier befinden wir uns bereits im Dominion-Krieg. Cardassia ist eine feindliche Macht. Also entweder war das ein völlig fehlgeleiteter Versuch, den Cardassianern einen Olivenzweig hinzuhalten, indem er mit ihrer Version des Roten Kreuzes zusammenarbeitet, oder wer auch immer die Untersuchung geleitet hat, war so inkompetent und blind, dass er das überhaupt nicht versteckte Fach in der Mitte des Raumes nicht näher untersucht und den Drehkörper, der bestimmt irgendeine Star Trek-Strahlung aussendet, die zumindest in diesem Raum messbar sein sollte, nicht gefunden hat. Sucht es euch aus. Da wir uns in Staffel 6 bewegen, ist auch Jadzia noch da. The Fallen war übrigens das einzige Mal, dass Terry Farrell die Rolle erneut übernommen hat, nachdem sie aus der Serie ausschied. Von den anderen Schauspielern fehlen nur Avery Brooks als Sisko und Colm Meaney als O'Brien, in der deutschen Synchronisation scheinen aber alle Synchronsprecher dabei zu sein. Lediglich Holland Hemmo kann ich nicht als O'Brien bestätigen, da er schlicht im Handbuch nicht gelistet ist, aber der Stimme nach zu urteilen würde ich sagen, dass er dabei ist. Wenn man es jetzt noch geschafft hätte, dass Worf und Dex, die by the way direkt nach der Rückeroberung von DS9 geheiratet haben, sich nicht siezen, wäre die deutsche Synchronisation fast perfekt. Die Cardassianer haben nicht wirklich besondere Eigenschaften, aber dafür sind manche ihrer Gewehre, darunter auch die vom Spieler nutzbare Version, futuristische Maschinengewehre, die ziemlich schnell ziemlich gut reinhauen können. Die Spielervariante hat auch einen entsprechend hohen Munitionsverbrauch, aber sie ergänzt sich trotzdem gut mit dem Phasergewehr in Sachen Feuerkraft. Genau jetzt, wo der Drehkörper weg ist, ist Jadzia natürlich mit der Übersetzung fertig. Das Relief zeigt drei Drehkörper, die scheinbar gemeinsam ein zweites Wurmloch erschaffen könnten. Gleichzeitig könnten sie auch als Waffe eingesetzt werden, was den Diebstahl durch die Cardassianer natürlich umso problematischer macht. Sisko erhält daher von Admiral Ross den Auftrag, einen anderen Drehkörper aus dem Wrack eines Föderationsschiffs, der USS Ulysses, zu bergen. Die Ulysses, auf der Ross selbst zu der Zeit gedient hatte, hatte den Drehkörper gefunden, war aber kurz danach von den Cardassianern angegriffen worden und ist auf dem Planeten SR3 abgestürzt. Dieser wiederum landete nach dem Ende der Grenzkriege auf der cardassianischen Seite der Grenze, weshalb das Schiff, seine Fracht und etwaige Überlebende nie geborgen werden konnten. Sisko und Worf machen sich von zwei unterschiedlichen Startpunkten auf SR3 auf dem Weg zum Wrack der Ulysses, wobei sich ihnen verschiedene Tiere, gefährliches Gelände und nach kurzer Zeit auch noch Jem'Hadar in den Weg stellen. Siskos Aufgabe ist es, den Drehkörper zu finden, während Worf im Wrack Sprengsätze verteilen soll. Kira übernimmt in der Zwischenzeit das Kommando über die Defiant, welche nach kurzer Zeit von zwei Schiffen des Dominion angegriffen wird. Zu allem Überfluss finden wir auch noch heraus, dass sich die ganze Zeit ein Wechselbalg an Bord befand, der die Angreifer bis zur letzten Minute vor den Sensoren der Defiant verborgen und gleichzeitig sowohl Waffen als auch Antriebe sabotiert hat. Da O'Brien ebenfalls zum Wechselbalg außer Gefecht gesetzt wurde, übernimmt Kira unter seiner Anleitung die Reparatur. Die Jem'Hadar haben wie in der Serie auch hier ihre Tarnfähigkeit und grundsätzlich wäre das in Ordnung. Sie werden unsichtbar, aber nicht unverwundbar, außer man versucht die Schockklinge gegen sie einzusetzen, was wirklich ungünstig ist. In der Praxis stört die Tarnung aber noch darüber hinaus. Wenn wir zum Beispiel gegen zwei Jem'Hadar kämpfen und sich einer tarnt, um in den Nahkampf zu gehen, wird es wirklich gefährlich, wenn die Zielhilfe des Spiels aktiviert ist. Das Fadenkreuz klebt dann am anderen Gegner und lässt keine kleinen Korrekturen zu. Wenn man Glück hat, läuft der getarnte Gegner einem trotzdem vor die Flinte, aber wenn man Pech hat, kriegt man entweder einen Schlag mit der Schocklinge oder einen Treffer aus nächster Nähe mit dem Partikelgewehr, das in-game eine glorifizierte Schrotflinte samt Streufeuer ist. Beides richtet relativ viel Schaden an und kann uns zu Boden werfen. Natürlich kann man auch ohne Zielhilfe spielen und ihre Empfindlichkeit auch nachjustieren, aber generell ist Zielen in diesem Spiel nicht so angenehm gelöst. Ich kann nicht genau sagen, woran das liegt, aber wenn ich es mit späteren Third-Person-Shootern wie Mass Effect vergleiche, würde ich sagen, dass die Kamera zumindest mitschuld ist. Wir sind im Vergleich zu Mass Effect ziemlich weit rausgezoomt und die Charaktere wirken so ziemlich klein. Selbst mit minimaler Zielhilfe kann man sich kaum von einem Ziel lösen, ohne direkt aufs nächste zu springen, aber ganz ohne Zielhilfe zu spielen wird spätestens bei sehr kleinen Zielen wie den Minen aus dem Tutorial sehr anstrengend. Sisko und Worf erreichen letztendlich das Wrack der Ulysses, kämpfen sich durch die zerstörten und zum Teil gefluteten Decks und bergen den Drehkörper.
Beim Verlassen des Wracks werden sie jedoch vom Dominion gefangen genommen und auch auf der Defiant kann Kira trotz aller Bemühungen nicht die Übernahme des Schiffs verhindern. Die Defiant und ihre gesamte Besatzung werden zur Gefängniskolonie Arduria gebracht. Unsere nächste Aufgabe für alle drei Protagonisten ist also klar: Ausbrechen. Zum Glück bietet sich für alle drei schnell eine Gelegenheit. Für Sisko versagt auf einmal das Verhörequipment. Ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber so wie die Worte über Siskos abnormale Gehirnstruktur sprechen, klang es für mich immer wie eine Anspielung auf sein zu diesem Zeitpunkt noch unbekanntes Prophetenerbe. Kira kann durch einen Wartungsschacht aus ihrer Zelle entkommen und Worf wird einfach von zwei Jem'Hadar in der Kampfarena liegen gelassen. Zugegebenermaßen verletzt, aber die Jem'Hadar müssten eigentlich wissen, dass Klingonen redundante Organe haben. Worf stört es also auch nicht, mit mehreren gebrochenen Rippen und einer durchbohrten Lunge rumzulaufen. Natürlich haben uns die Jem'Hadar auch unsere Ausrüstung abgenommen, die wir erst im Laufe der Level wiederfinden. Wobei viel von Worfs Ausrüstung direkt ordentlich verpackt im Schrank im nächsten Korridor liegt. Man könnte fast meinen, das Dominion sei nachlässig. Für Kira und Worf ist das Ziel, sich im Gefängnishof zu treffen, nur dass wir im Spiel keinerlei Absprachen zwischen den Charakteren mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das in Cutscenes passiert, die es nicht ins fertige Spiel geschafft haben, aber ich konnte tatsächlich selbst mit Software zum Entpacken der Dialogarchive nichts Entsprechendes finden. Und es gibt durchaus sogar auf Deutsch synchronisierte Dialoge, die man im fertigen Spiel nur mit Cheats auslösen kann. Siskos Ziel ist es währenddessen, auf die Defiant zu gelangen und sie zurückzuerobern. Für jeden anderen Sternflottenoffizier würde so eine Stirb-Langsam-Mission schlecht enden, aber wir sprechen ja immerhin von demjenigen, den selbst die Propheten nur den Sisko nennen. Dem Mann, der Q die Fresse poliert hat, woraufhin Q nie wieder einen Fuß auf Deep Space Nine eingesetzt hat. Nichts stellt sich zwischen den Sisko und sein Baby. Kenner von SF Debris wissen, dass Defiant nur Siskos zweite Wahl für den Namen des Schiffs war. Ben Siskos Motherfucking Pimphand passte einfach nicht auf die Hülle. Eine neue Waffe, die wir hier bekommen, ist die Schockklinge der Jem'Hadar. Auch diese Waffe hat einen sekundären Feuermodus, wobei dieser nur die Spitze der Waffe elektrisiert, um einen Gegner durch Berührung zu verletzen. Der sekundäre Feuermodus braucht außerdem keine Munition, kann aber auch nicht verwendet werden, wenn die Munition leer ist. Hier wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, wenn die Waffe wenigstens minimale regenerative Munition hätte. Hier fehlte meiner Meinung nach auch ein Nahkampfmodus. Wenn ich die rechte Maustaste halte, würde die Klinge unter Strom gesetzt und könnte per Linksklick im Nahkampf eingesetzt werden. Entsprechend überrascht war ich, als ich einem Speedrunner bei diesem Spiel zusah und feststellte, dass er mit der Klinge tatsächlich im Nahkampf angreifen konnte. Auch diverse Lösungsbücher beschreiben diese Möglichkeit, aber in all den Jahren hat der sekundäre Abzug für mich nie mehr getan, als die Klinge zu elektrisieren. Es werden keine anderen benötigten Inputs beschrieben und ich konnte die Klinge trotz mehrerer Versuche nie so einsetzen, wie sie anscheinend vorgesehen war. Eine weitere Anspielung auf die Serie sind die Worta. Erinnert ihr euch noch an die telekinetischen Fähigkeiten, die die Worta bei ihrem ersten Auftritt im Finale der zweiten Staffel hatten und die danach nie wieder zu sehen waren? Nun, hier setzen ein paar Worta, denen wir auf Arduria begegnen, das durchaus ein. Wenn auch meist als letzten verzweifelten Angriff. Solche Details weiß ich in Spielen wie diesem immer zu schätzen. Nachdem wir erfolgreich entkommen sind, haben wir nun endlich einen Drehkörper in unserem Besitz, der in Odos fähigen Händen verbleibt. Der dritte bleibt noch verschollen, aber in der Zwischenzeit haben sich Hinweise gehäuft, dass Terrell eine Forschungsbasis auf dem Eismond Hasteral eingerichtet hat. Kira unterzieht sich einer Operation, damit sie sich als kardassianische Wissenschaftlerin ausgeben kann. Eine bewusste Anspielung auf die Staffel 3 Episode Second Skin, während Worf und Sisko die Basis auf anderen Wegen infiltrieren. Worf darf hier mal wieder Sprengladungen verteilen. Langsam kriege ich das Gefühl, dass die Entwickler langsam nicht mehr so ganz wussten, was sie mit Worf anfangen sollen. Ebenfalls mit von der Partie ist dieses Mal Garak, der uns von der Defiant aus einige mehr oder weniger nützliche Hinweise gibt. Und wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest, besteht auch durchaus die Möglichkeit, dass er die Wissenschaftlerin, deren Platz Kira eingenommen hat, hat abmurksen lassen. So genau will es die Besatzung aber wahrscheinlich gar nicht wissen. Kiras Teil der Mission ist dabei besonders. Als Cardassianerin getarnt kann sie sich etwas freier bewegen, zumindest solange sie nichts Verdächtiges tut. An sich eine sehr spannende Geschichte, es gibt nur ein Problem. Die Cardassianer sind notorisch paranoid und deshalb finden sie alles verdächtig. Es hilft ja auch nicht, dass Kira zwar sogar einen cardassianischen Phaser, den sie als Wissenschaftlerin gar nicht haben dürfte, bei sich trägt, aber keinen cardassianischen Tricorder, der für ihre Rolle wohl Standardausrüstung wäre. Das heißt wiederum, wir können nicht mal unseren Tricorder nutzen, um uns zu orientieren, ohne dass wir erschossen werden. Genauer gesagt dürfen wir nicht mal unsere Fäuste heben. Jetzt denkt ihr vielleicht, dann mach sowas doch nicht direkt vor den Soldaten. Da habt ihr auch recht. Nur sind die Soldaten wahlweise entweder auf beiden Augen blind oder sind so hyperaufmerksam, dass Spider-Mans Spinnensinn dagegen ziemlich alt aussieht. Selbst wenn euch beim besten Willen niemand sehen oder hören sollte, kann es passieren, dass ihr nach einem Tricorder-Einsatz die gesamte Einrichtung am Arsch kleben habt. Und zu kämpfen bringt euch auch nichts, weil unbegrenzt Gegner nachspawnen und ihr teilweise sogar von Kraftfeldern eingesperrt werdet. Wir dürfen zwar schleichen, aber auch das bringt uns ziemlich wenig. Wer gehofft hat, Soldaten mit einem gezielten Schlag von hinten ausschalten zu können, wird leider enttäuscht.
Theoretisch ist ein Instant Kill zwar möglich, aber dazu müssen wir hinter unserem Ziel stehen, es praktisch berühren und meist dreht es sich noch während des ersten Angriffs alarmiert um, da die Gegner wie gesagt oft einen Spinnensinn haben. Auf der anderen Seite erzählen sowohl Soldaten als auch andere Wissenschaftler einem ständig, dass man nicht da sein dürfte. Der Satz scheint aber nur eine Standardfloskel ohne Aussagekraft zu sein, denn wir werden immerhin nicht erschossen, nur weil wir irgendwo hingehen. Noch absurder wird aber, dass Kira so theoretisch eigentlich gar keinen Weg zu ihrer Einweisung hat, den sie in ihrer Tarnung gehen dürfte. Sie wurde einfach in oder kurz vor einer Sperrzone abgesetzt. Und deshalb sind Stealth-Level in Spielen, die eigentlich keine Stealth-Spiele sind, oft problematisch. Im zweiten Teil des Levels müssen wir eine Wissenschaftlerin töten oder mindestens bedrohen, um an ihre Schlüsselkarte zu kommen. Aber selbst nachdem ich ihr mehrere Runden lang durch die ganze Einrichtung gefolgt bin, konnte ich keinen Ort finden, wo nicht entweder eine Kamera, Soldaten oder andere Zeugen waren. Auf den Gängen war auch keine Option, da die Soldaten auch dort alles mitbekamen. Als ich Gameplay für dieses Video aufgenommen habe, habe ich das Problem tatsächlich mehr versehentlich als absichtlich gelöst. Es könnte gewollt sein, dass man einen Korridor wählt, wo man nur die Aufmerksamkeit eines Soldaten erregt, aber da sich die Regeln nicht sehr konsistent anfühlen, könnte ich euch nicht sagen, wo man zwei Gegner töten kann, ohne eine Kettenreaktion auszulösen, die die ganze Basis alarmiert. Ich sollte hier auch anmerken, dass auch Elite Force ein Stealth-Level hat, wo das Überleben eines Teammitglieds davon abhängt, nicht entdeckt zu werden. Allerdings wurde für das Level auch das Gegnerverhalten so verändert, dass etwas Vorsicht schon genügt und man Kämpfe mehrere Abschnitte lang komplett vermeiden kann. Und Worfs Version dieses Levels verzieht viel mehr. Ich habe hier fast alle Gegner in Rambo-Manier abgemetzelt und musste mir trotzdem kaum Sorgen um einen Alarm machen. Letztendlich findet das Team Terrell kurz nach einem weiteren gescheiterten Experiment. Sie widersetzt sich Sisko gar nicht erst, stattdessen fleht sie ihn förmlich an, sie den Drehkörper zerstören zu lassen, da er bösartig sei. Bevor Sisko aber eine Entscheidung treffen kann, bieben einige Grigari in das Labor, gefolgt von Obanak. Obanak nimmt den Drehkörper an sich und enthüllt seinen Plan, die Prophezeiung auf dem Relief in die Tat umzusetzen und auf diese Weise ein eigenes Wurmloch für die Paargeister zu schaffen. Er erweist sich auch als Drahtzieher hinter den Grigari, die bereits dabei sind, Deep Space Nine anzugreifen. Den dritten Drehkörper hat er bereits vor Jahren auf Gerardo entdeckt und seitdem wurde er von den Paargeistern geführt. Terrell wird beim Versuch, Obanak anzugreifen, tödlich verletzt. Bevor sie ihren Verletzungen erliegt, kann sie dem Team aber noch erklären, wie die Drehkörper zerstört werden können. Als sie die Feind DS9 erreicht, wird die Station bereits von zwei Grigari-Schiffen angegriffen. Da die Drehkörper zu dritt einen Transport in das Gebiet um das Labor verhindern, beamt sich das Team an drei verschiedene Orte. Kira soll gegen die Grigari kämpfen, Worf soll den Computerkern beschützen und Sisko will versuchen, Obanak aufzuhalten. Obanak hat derzeit zusammen mit einigen seiner Gefolgsleute mit dem Ritual begonnen. Das endet ziemlich vorhersehbar für ihn. In Siskos Version des Levels ist Obanak der letzte Gegner, dem wir begegnen werden, aber auch Kira und Worf werden sich ihm stellen müssen, da Obanak scheinbar random durch die Station wandert, statt die Drehkörper zu bewachen. Glücklicherweise bringen die Grigari direkt zwei neue Waffen mit, die nicht nur beide gegen die Grigari selbst effektiv sind, weil sie Schilde ignorieren, sie stunlocken sogar und die zweite hat die nötige Reichweite, um Obanak komplett zu trivialisieren. Sisko hätte im Serienfinale lieber so eine EM-Kanone statt eines Phaser-Gewehrs mitnehmen sollen. Notfalls tun es aber auch die gewöhnlichen Waffen, denn anders als die Schilde der Grigari hat Obanak nicht unbegrenzt Energie, sondern verhält sich mehr wie einer der Schildgürtel, die der Spieler finden kann. Letztendlich erreichen alle drei das Labor, wo sie den besessenen Obanak mit geballter Feuerkraft in den von den Drehkörpern erzeugten Riss zwingen. Die Drehkörper werden dabei zerstört. Alle drei Protagonisten haben ihren eigenen Epilog, wobei Sisko und Kira Bezug auf die kommenden Ereignisse im Serienfinale nehmen. Sisko ist sich sicher, dass er sich den Paargeistern ein weiteres Mal stellen muss, während Kira sich Sorgen darüber macht, wie viel Zerstörung die Paargeister anrichten könnten, wenn sie nicht einfach nur einen zuvor guten Mann wie Obanak verderben, sondern auf jemanden treffen, der keinerlei Hemmungen oder Skrupel besitzt. Eins muss ich so vor allem wirklich lassen. Von der Geschichte her ist es eines der besten Star Trek-Spiele. Ich glaube jedenfalls nicht, dass ich für die Rahmenhandlung der meisten anderen Ableger so viele Worte verlieren könnte. Ich kann leider nicht den Vergleich zur bereits erwähnten Buchvorlage ziehen, aber The Fallen fügt sich nicht nur gut in die Ereignisse der Serie ein, es meidet auch ziemlich geschickt einige der Probleme, die Star Trek sonst hat. Allen voran die sonst eher schwach charakterisierten Antagonisten. Obanaks wahre Absichten kommen insofern überraschend, dass er nach Gerardo praktisch komplett aus dem Spiel verschwindet, aber einige Dinge an ihm waren schon vorher suspekt genug, dass es nicht aus der Luft gegriffen wirkt. Weitere Hinweise sind zum Beispiel die Tatsache, dass sein Kloster den gleichen Schlüsselmechanismus für die Bibliothek verwendet, mit dem auch Sisko auf Gerardo zwei Türen öffnen muss. Und er glaubt auch noch wirklich, dass die Paargeister Bajor helfen wollen und auch während der Besatzung geholfen hätten, während die Propheten Bajor aus seiner Sicht verlassen haben. Und trotz der Mittel, zu denen er zu greifen bereit war, handelte er nie aus Boshaftigkeit.
Terrell hat ebenfalls glaubhafte Motivation. Ihr ist sehr bewusst, dass Cardassia keine allzu glorreiche Zukunft als Mitglied des Dominion hat und will den Drehkörper zur Befreiung ihres Volks einsetzen. Aber trotz ihrer Besessenheit erkennt sie letztendlich, dass sie den Drehkörper nicht zähmen kann. Und sogar den Kaltan, die wirklich nicht mehr als gewalttätige Extremisten sind, muss man eines lassen. Was Obanak angeht, hatten sie rückwirkend betrachtet völlig recht. Recht hatte übrigens auch Worf, der sowohl bei Deja als auch bei Obanak durchblicken lässt, dass er ihnen nicht traut. Allerdings ist Worf auch bekannt dafür, wenigen zu trauen, und es ist auch ein Meme, dass viele Star Trek-Plots wesentlich schneller vorbei wären, wenn man Worf Gehör schenken würde. Eine besondere Erwähnung verdienen aber in meinen Augen die Grigari. So ziemlich jedes andere Spiel hätte die Grigari nach der ersten Mission als Hauptantagonisten benutzt, stattdessen verschwinden sie nach der ersten Mission praktisch bis kurz vor Schluss. Und sie wären durchaus verlockende Antagonisten, denn ich wage zu behaupten, dass die Grigari glatt noch gruseliger sind, als es die Borg waren. Die meisten unserer stärkeren Waffen sind völlig machtlos gegen sie. Ähnlich wie die Borg lassen uns die Grigari meist in Ruhe, solange wir sie nicht stören. Aber sie können scheinbar erkennen, wenn man sie scannt, denn dann gehen sie in den Angriff über. Wenn so ein Vieh auf dich zugestackst kommt und dein Phaser leer ist, rennst du. Dann kommt auch ihr Design dazu. Die Grigari sind so fremdartig, dass unmöglich zu erkennen ist, was sie gerade denken. Dafür teilen sie sich den Augenlaser mit dem Borg, was definitiv unangenehme Assoziationen weckt und fügen noch ein tiefes, unmenschliches Atmen hinzu, das sich auch noch beschleunigt, wenn sie aggressiv werden. Und als Sahnehäubchen an der Spitze wird den Grigari nie eine eigene Stimme oder ein erkennbares Gesicht gegeben. Obanak spricht nur für sie, weil er ihr Auftraggeber ist. Anders als die Borg sind die Grigari nämlich keine Schwarmintelligenz, sondern Piraten und Söldner, näher an den Ferengi in Sachen Mentalität. Nur, dass selbst die skrupellosesten Ferengi noch irgendwelche Vorstellungen von Moral haben, zumindest wenn es um die direkte Anwendung von Gewalt geht. Die Grigari dagegen kennen das Konzept gar nicht erst. Wenn es ihr Auftrag ist oder ihnen anderweitig beim Erreichen ihrer Ziele hilft, ist sogar Genozid kein Problem für sie. Die Space Nine ist immer ohne die Borg ausgekommen, aber ich frage mich, ob man die Grigari als gelegentliche Bedrohung hätte etablieren können. Grafisch ist das Spiel meiner Einschätzung nach gut gealtert und ich war tatsächlich überrascht, wozu die erste Unreal Engine schon fähig war. Diese Reflexion hier zum Beispiel ist kein zweiter Raum oder so. Allerdings ist das eher die Seltenheit und erstreckt sich auch nicht auf das Wasser im Spiel. Auch die Charaktertexturen schwanken in ihrer Qualität. Einige wie Garak sind wirklich gut gelungen, bei anderen wirken die Skin-Texturen aber so straff über das Charaktermodell gelegt, dass die Textur an manchen Stellen fast zu brechen scheint. Wo sich das Spiel wirklich hervortut, ist der Detailgrad, mit dem die Serie imitiert wurde. Was das Gameplay angeht, halte ich Elite Force für den geeignetsten Vergleich. Beide gehören zum Star Trek-Franchise, können dem Shooter-Genre zugeordnet werden und erschienen etwa zur selben Zeit. Anders als Elite Force versucht The Fallen kein reiner Shooter zu sein. Es gibt auch keinen Schutzanzug, der uns selbst für Star Trek-Verhältnisse unnatürlich widerstandsfähig macht. Wobei der in Elite Force eher als Rechtfertigung für diese Eigenschaft des Protagonisten diente, man kann natürlich sein Spiel auch unabhängig von so etwas balancieren. Eine Eigenschaft des Schutzanzugs war aber auch das HUD, dass man Rovol auch in-Universe so zu sehen bekam wie wir. Da wir The Fallen aber aus der Schulterperspektive steuern, ist das HUD rein für uns da. Das bedeutet aber auch, dass einige Dinge ausgelagert wurden. In Elite Force wurde so ziemlich alles, womit wir interagieren konnten, vom Schutzanzug hervorgehoben. In The Fallen müssen wir dazu erst den Tricorder hervorkramen. Das ist auch völlig legitim, nur ist der Tricorder etwas inkonsistent. Er zeigt nicht immer alles an, womit wir interagieren können. Besonders Türkontrollen lässt er gerne mal weg. Nur, dass sich in Star Trek fast alle Türen automatisch öffnen, wenn sie das also nicht tun, gehe ich davon aus, dass sie verschlossen sind und im besten Fall von einem anderen Ort aus geöffnet werden können. Aber auch wichtige Konsolen werden nicht immer angezeigt. Und dabei wird uns der Tricorder im Tutorial auch noch als Werkzeug zum Finden von versteckten Gegenständen und Konsolen präsentiert. The Fallen bietet auch die Option, dass Charaktere automatisch mit Konsolen interagieren sollen. Das ist auch meistens okay, entschuldigt nur nicht, dass nicht immer klar erkennbar ist, mit welcher blinkenden Konsole ich interagieren kann und welche nur zur Dekoration dasteht. Bei der automatischen Bedienung kommt auch noch dazu, dass wir das gleiche Gerät nicht zweimal kurz hintereinander bedienen können. Etwas uncool, wenn man einen Shot öffnet und sich so Beschuss durch Feinde aussetzt, aber das Shot nicht sofort wieder schließen kann. The Fallen gibt uns auch außerhalb der Aduria-Levels immer die Möglichkeit, per Kommunikator mit dem Rest der Besatzung in Kontakt zu treten. Wirklich sinnvoll ist das aber nur, wenn man sich in einer Transportzone befindet oder das Kommunikator-Symbol oben links eingeblendet wird. Sonst erfährt man zwar gelegentlich ein paar Plot-Details wie den Grund, wieso in Terrells Shuttle auf einmal nicht 3, sondern ganze 60 Cardassianer versteckt sein konnten, aber meist heißt es nur, dass es keine besonderen Vorkommnisse gibt. Ein weiterer Unterschied zu Elite Force: die meisten Waffen können wir nicht aufheben. In Elite Force konnten wir auch die Waffen von Gegnern aufheben, wenn es welche waren, die wir sowieso schon haben oder bekommen sollen. The Fallen tut dies außerhalb des letzten Levels mit den beiden Grigari-Waffen sehr selten. Das ist besonders frustrierend, wenn man für sein cardassianisches Maschinengewehr keine Munition mehr hat, aber weder Sisko noch Kira noch Worf auf die Idee kommen, einfach die Zellen aus den Gewehren der von uns abgemetzelten Cardassianer mitzunehmen. Auch wenn die NPC-Version der Waffe etwas anders funktioniert als die für den Spieler. Und wir starten in der Regel nur mit dem Phaser und dem Phaser-Gewehr.
Alle anderen Waffen, die wir im Laufe vorheriger Missionen sammeln, lässt das Team lieber zu Hause. Das ist insofern logisch, wenn man auf einem Föderationsschiff ohnehin keine kardassianische Munition finden würde. Elite Force hat dies durch zwei universelle Munitionstypen gelöst, die sich jeweils vier Waffen geteilt haben. Beide Ansätze ergeben Sinn, aber dadurch geht im Fall von The Fallen einiges an Abwechslung bei den Waffen verloren und insbesondere die beiden Grigari-Waffen finden kaum Verwendung. Noch dazu gibt es durchaus einige Fälle, wo sich Munition für Waffen an Orten befindet, wo dieser Munitionstyp gar nicht verwendet werden sollte. An einigen Stellen finden wir auch Schildgürtel, die aber leider nur als zweite Gesundheitsleiste funktionieren. Das SR3-Level bombt uns richtig damit zu, aber auch auf Yirado können zumindest Sisko und Kira einen solchen Gürtel finden. Leider wird auch dieser Gegenstand kaum verwendet. Ich denke, dass er schon wesentlich interessanter wäre, wenn er nur einzelne Treffer abwehren, sich aber dafür selbst wieder aufladen würde. Das würde die Zermürbung in kurzen Gefechten reduzieren, ohne den Spieler gefahrlos mit mehreren Gegnern kämpfen zu lassen. Ich mag grundsätzlich auch die Idee, die Schildgürtel an Orten in Level zu verstecken, die abseits des Hauptpfades liegen, um den Spieler so für Erkundung zusätzlich zu belohnen. Aber auch das findet leider kaum statt. Der Schildgürtel auf Yirado liegt einigermaßen versteckt, aber die auf SR3 liegen praktisch so, dass der Spieler sie finden muss. Um zu den Waffen zurückzukommen, ähnlich wie in Elite Force haben alle Waffen primäre und sekundäre Feuermodi, wobei The Fallen zum Teil mehr damit macht. Der sekundäre Feuermodus des Phasers erlaubt uns zum Beispiel die Frequenz zu ändern, um durch Kraftfelder oder die Schilde der Grigari schießen zu können, sofern wir die Frequenz kennen. Das ist sogar ziemlich bequem, denn wir haben die Option, dass der Phaser automatisch die Frequenz des letzten Objekts einstellt, das wir mit dem Tricorder gescannt haben. Kraftfelder in The Fallen lenken unsere Schüsse sonst in einem passenden Winkel ab, was wir an einer Stelle sogar nutzen müssen, um einen Generator um eine Ecke herum zu treffen. Das ist ein deutlicher Unterschied zu Elite Force, wo Kraftfelder nur glorifizierte Wände sind. Das EM-Gewehr vom Schluss hat in Kombination mit dem No-Clip-Cheat sogar eine ziemlich interessante Anwendung. Hasst ihr es nicht auch, wenn ihr versehentlich einfach die gesamte Existenz löscht? Allerdings ziehe ich das allgemeine Kampfgefühl in Elite Force dem von The Fallen vor. In The Fallen können wir nicht bloß hoffen, feindlichen Beschuss durch Bewegung ausweichen zu können, insbesondere bei Strahlenwaffen. Wobei angemerkt werden sollte, dass Feinde mit zunehmender Distanz öfter daneben schießen. Noch dazu ist der Munitionsverbrauch unserer Waffen viel höher. Ein Schuss aus dem Phasergewehr kostet uns 10 Munition, sogar 15 mit dem sekundären Feuermodus, obwohl dieser eigentlich nur als Scharfschützenmodus dient. Wenn wir Glück haben, ist ein Gegner nach 2 Treffern tot. Dann reicht ein voll aufgeladenes Gewehr für 15 Gegner. Kopfschüsse mit dem Sniper-Modus können One-Hits sein, sind es aber leider nicht immer, und selbst dann ist die Ersparnis zu gering. Während die Kosten des Sniper-Modus genauso wie die des primären Abzugs, könnte man drüber reden. Aber gegen einzelne Gegner ist der gewöhnliche Phaser einfach immer die bessere Wahl. Der Gegner wird durch Stunlocking handlungsunfähig, die Munition reicht eigentlich immer locker und sie regeneriert sich, wenn auch ziemlich langsam. Ist nur etwas lächerlich, jedenfalls kenne ich es aus der Serie nicht, dass die Protagonisten 5 bis 10 Sekunden lang mit dem Phaser auf eine Person draufhalten müssen und der Phaser nach 2 Zielen einfach leer ist. Und ich meine Glück, denn selbst beim gleichen Gegnertyp wirkt es oft ziemlich zufällig, ob ein Drittel der Phaserzelle genügt oder ob ich die komplette Zelle leeren muss. Außerhalb des Sniper-Modus beim Phasergewehr macht es scheinbar auch keinen Unterschied, wo ich meinen Gegner treffe. Ich habe sogar extra getestet, ob die Entfernung eine Rolle spielt, aber das scheint höchstens bei Extremfällen so zu sein. Das könnte damit zusammenhängen, dass manche Animationen scheinbar Iframes geben. Wenn der Spielercharakter oder auch ein Gegner auf dem Boden liegt, nimmt er meistens durch Schusswaffen keinen zusätzlichen Schaden. Vielleicht kann auch die Stagger-Animation je nach Timing den Schaden reduzieren, aber das ist reine Spekulation. Der hohe Munitionsverbrauch sorgt leider dafür, dass ich zu sparsam mit den Nicht-Phaser-Waffen umgehe, als dass ich ihre sekundären Feuermodi richtig einsetzen würde. Es macht auch die Tatsache, dass Worf statt eines Phasers sein Buttlet bevorzugt, noch störender. Andererseits in Elite Force können wir im schlimmsten Fall sogar in den Nahkampf gehen, wo sich Worf und Sisko sogar gegen einzelne Ziele halbwegs brauchbar schlagen, während Kira scheinbar nur den halben Schaden bekommt. Etwas unnötig, wenn man ihren Hintergrund bedenkt. Das Buttlet ist zwar als Nahkampfwaffe viel brauchbarer als die Fäuste und es kann sogar gegen die Gigari eingesetzt werden, aber wenn man mit einem Schwert zu einer Schießerei geht, kommt man zum Teil um schwere Blessuren nicht herum. Worf hat ohne Phaser nicht die Möglichkeit zu sparen von Munition, wie Sisko und Kira sie haben, und das macht den Level zum Teil deutlich schwerer. Einige Gegner scheinen in Worfs Kampagne auch zusätzliche Gesundheit zu bekommen, wodurch noch mehr Munition gebraucht wird. Man könnte meinen, dass Worf einzelne Ziele, die schnell erreicht werden können, im Nahkampf überwältigen soll, aber das ist oft zu kostspielig. Viel sinnvoller ist es zu versuchen, Gegner im Vorfeld mit Kopfschüssen im Scharfschützenmodus des Phasergewehrs zu eliminieren, aber selbst das war oft knapp und ist nicht wirklich möglich, wenn die Gegner erst direkt vor ihm reingekniet werden und direkt in den Angriff übergehen. Wenn Worf dafür zumindest eine begrenzte Gesundheitsregeneration hätte, könnte man darüber reden, dass sein Spielstil einfach ein anderer ist, aber so würde ich Worf immer für den Schluss aufheben, damit man wenigstens allgemeine Spielerfahrung hat und mit den Gegnertypen vertraut ist. Besonders beschissen wird es für Worf, wenn sein Weg von Minen blockiert ist, aber keine seiner Waffen mehr Munition hat, man sie also auch nicht aus sicherer Distanz zerstören kann. Die ersten SR3-Segmente und einige Stellen im Adoria-Level sind für Worf große Difficulty-Spikes.
In diesem Zusammenhang sollte ich wohl auch erwähnen, dass der Fallen nur einen Schwierigkeitsgrad besitzt, während wir in Elite Force gleich 4 zur Auswahl hatten. Die Transportzonen im Spiel lösen das Problem leider auch nicht. Diese Zonen sind spärlich in einigen Missionen verteilt. Von dort aus können wir per Kommunikator Hyposprays und Munition anfordern, die dann zu uns gebeamt werden. An sich sehr cool. Nur leider muss es uns schon richtig beschissen gehen, damit wir die Zonen auch wirklich nutzen können, sonst spulen Bashir und O'Brien nur ihre Standarddialoge ab. Um ein Hyperspray anfordern zu können, müssen wir entweder gerade vergiftet sein oder weniger als 50 Gesundheit haben und wir dürfen kein entsprechendes Hyperspray in unserem Inventar haben. Das gleiche gilt für Munition. Nur wenn wir 30 oder weniger, also 10% vom Maximum für unser Gewehr haben, können wir uns eine Energiezelle mit halber Ladung runterbeamen lassen. Ist ja auch völlig abwegig, auf einer wichtigen und gefährlichen Mission Vorräte mitnehmen bzw. die an so einem Ort aufstocken zu wollen. Ich weiß nicht, ob die Entwickler die Sorge hatten, dass die Spieler die Zonen zu sehr ausnutzen würden, aber wenn das die Sorge war, hätte man sie auch gleich weglassen und an den Orten einfach üppige, aber begrenzte Mengen an Vorräten platzieren können. Eben genug, um sich einmal komplett zu heilen und aufzuladen. Es fühlt sich jedenfalls nicht gut an, mit 5 Hitpoints in eine Transportzone zu gehen, nur ein Hypospray anfordern zu dürfen und sich dann nochmal genau unter die 50 Hitpoints bringen zu müssen, um mit annähernd voller Gesundheit weitermachen zu können. Das Leveldesign ist in The Fallen dafür etwas stärker. In Elite Force war fast immer ziemlich offensichtlich, wo man als nächstes hin sollte, wenn man überhaupt eine Wahl hatte. The Fallen führt uns durch verschiedene Orte, die wir erkunden müssen. Früher hatte ich sogar oft das Problem, dass ich mich verlaufen habe, inzwischen bin ich aber da wohl erfahrener. In The Fallen finden wir oft Türen oder Konsolen, die wir erst später öffnen oder bedienen können, wenn wir zum Beispiel erst eine Zugangskarte finden müssen. Der Gerardo-Tempel hat stattdessen einige, wenn auch ziemlich einfache Schalterrätsel in den Tempelruinen verteilt, wo wir uns Inschriften merken müssen. Das Außengelände der Basis erfasst Terrade in Siskos und Worfs Kampagnen, bietet auch mindestens 3 mögliche Routen zum Ziel. Ich hätte es aber praktisch gefunden, wenn der Tricorder eine Karte des Levels zeigen oder zumindest, während wir es erkunden, eine für uns zeichnen würde. Zwar können wir mithilfe der 2D- und 3D-Ansichten zumindest die relative Position von Konsolen und anderen vom Tricorder erkannten Orten zurückverfolgen, aber nicht den genauen Weg, den wir zurückgelegt haben. Es gibt auch einen lilanen Pfeil in der Tricorder-Ansicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob der die Richtung zum Ziel weisen oder einfach Norden zeigen soll. Was mich aber im Leveldesign wirklich stört, sind die Spawns. The Fallen ist ein wirklich großer Freund davon, einen durch ungünstige Gegner-Spawns überraschen bzw. erschrecken zu wollen. Nun gibt es in Star Trek Transporter und damit wird das auch meistens zufriedenstellend erklärt, auch wenn es trotzdem billig ist, Gegner direkt hinter einen zu beamen, die einem dann direkt ins Ohr schreien. Aber oft bricht dieses Spiel dann doch einfach alle Regeln. Ein Beispiel kann ich direkt aus dem ersten Level mit Sisko ziehen. Feinde werden ebenfalls vom Tricorder erfasst, samt Sichtkegeln, man muss also normalerweise nicht blind in den nächsten Raum gehen. Wie ihr seht, sind hier auch gerade keine Gegner und wenn ich mit der Taschenlampe, die übrigens in einem Universum voller Partikelwaffen keinerlei Recht hat, eine so kurzlebige Batterie zu haben, hier hinleuchte, sieht man auch, dass hier nichts ist. Wenn ich aber in die Kiste gehe, um die Munition rauszuholen, werde ich auf einmal von einer Grigari-Drohne überrascht, die einfach in die Existenz geploppt ist. Insbesondere die Grigari-Level machen das ständig. Wenn du irgendeinen Trigger überschreitest oder mit einem Missionsziel interagierst, kannst du darauf wetten, dass mindestens mal 1 bis 3 Drohnen auf einmal hinter dir sind, wenn nicht sogar einer der großen Grigari in deine Richtung kommt. Man könnte fast meinen, das Spiel wolle einen paranoid machen und das Sounddesign stützt das auch noch. Star Trek ist nun wirklich kein Horror-Franchise, die Borgs sind so ziemlich schon das härteste, was wir in der Richtung haben und selbst hier sehen wir vergleichsweise selten das volle Ausmaß ihrer Brutalität. Aber diese Sounds lassen euch einfach nie zur Ruhe kommen. Ihr lauft nichts an durch einen Korridor, plötzlich explodiert eine Wandleuchte und es rumort, als würde das Schiff gleich auseinanderbrechen. Das erste Sisko-Level hat sogar eine Reihe von Bodenplatten, die Sisko instant töten können, wenn er zufällig gerade drauf steht, wenn sie vom Boden hochgeschossen werden? Das hier ist ein Instant-Kill, aber wenn ich voll in eine Mine reinlaufe, kann ich überleben. Etwas sinnlos. Und manchmal kommt dann auch noch sowas hier. Natürlich ist man dann sofort im Kampfmodus, aber wenn das Spiel richtig gemein sein will, kommen Sounds wie dieser einfach aus heiterem Himmel, ohne dass es einen erkennbaren Anlass gibt. Aber mit so einer Geräuschkulisse kann man wirklich jede Situation viel unangenehmer machen, als sie je sein dürfte.
Die Geräuschdateien sind sogar entsprechend benannt, zum Beispiel Bad Place Q, wobei die offensichtlich benannten noch die harmlosen sind. Die eben genannte ist zum Beispiel einfach nur ominös, aber nicht gruselig. Man könnte eher noch sagen, sie wirkt Neugier auf die Geheimnisse, die sich an diesem Ort verbergen könnten. Und dafür wird sie auch eingesetzt, so wie hier. Crash Dando Stab setzt das Spiel dafür sehr liberal bei allem ein, was ein Jumpscare sein soll oder sein könnte. Also wenn ihr euch mal einsam und allein fühlt, spielt dieses Spiel abends oder nachts in einem dunklen Raum. Dann fühlt ihr euch sehr schnell nicht mehr allein. Das ist aber auch das größte Manko an der Musik und insbesondere die ruhigen, aber doch sehr ominösen Tracks sind sehr gut. Wo das Sounddesign aber auch hervorsticht, ist bei den Waffen, insbesondere dem Phaser-Gewehr. Dafür, dass so ziemlich jedes Star Trek-Spiel Variationen des Phasers und seines großen Bruders hat, ist es ziemlich selten, dass die dazugehörigen Sounds die Feuerkraft hinter diesen Waffen zum Ausdruck bringen. Mein Maßstab ist hier das Sounddesign aus First Contact. Man hört die Feuerkraft hinter den Gewehren förmlich und das macht es umso schockierender, dass sie im Film gegen die Borg so schnell nutzlos werden. Im Vergleich dazu klingt das Ding im wesentlich aktuelleren Star Trek Online wie eine Erbsenkanone und auch die Sounds in Elite Force sind im Vergleich schwächer. Als Gesamtprodukt betrachtet würde ich sagen, dass The Fallen mehr Risiken eingegangen ist, als es Elite Force getan hat. Zum Teil hat das funktioniert, zum Teil nicht, aber das haben Risiken nun mal an sich. Ironischerweise beschreibt es auch sehr gut den Unterschied zwischen Deep Space Nine und Voyager. Deep Space Nine hat sich bewusst von The Next Generation abheben wollen, auch wenn man zunächst noch nicht genau wusste, was das eigentlich für die Serie bedeutet und welche Gelegenheiten sich daraus ergeben. Das führte dazu, dass Deep Space Nine von vielen lange ignoriert wurde und erst später die Aufmerksamkeit und Anerkennung erhielt, die sie verdiente. Voyager dagegen mied, nicht zuletzt dank des Einflusses von Rick Berman, die meisten Risiken, die sie hätten eingehen können, und ruhte sich viel auf dem Erfolg aus, der als effektive Nachfolgerin von The Next Generation quasi garantiert war. Elite Force, auch wenn das Spiel sicher eine genauere Betrachtung verdient und vielleicht auch noch von mir bekommen wird, war am Ende des Tages ein gewöhnlicher Shooter im Star Trek-Gewand. Ein unterhaltsamer, aber auch sehr gewöhnlich. The Fallen ist aus meiner Sicht nicht so leicht einzuordnen. Vielleicht ist das auch ein Grund, wieso das Spiel im Vergleich zu Elite Force oder auch den Armada-Spielen eher wenig Aufmerksamkeit und noch weniger Mods bekam. Es gibt aber eine halboffizielle Erweiterung unter dem Namen Convergence, die 2006 veröffentlicht wurde. Hier haben einige der ursprünglichen Entwickler mitgearbeitet und aus den vorhandenen Assets des Originalspiels eine neue Kampagne gebastelt. Damit habe ich mich bisher noch nie genau befasst, aber falls Interesse besteht, könnte ich mich dazu breitschlagen lassen. Aber wenn ihr noch hier seid, brauche ich es gar nicht so schwammig zu formulieren. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber wenn dieses Video 50 Likes erreicht, mache ich auch ein Video zu Convergence. The Fallen ist vielleicht nicht so gut gealtert wie einige der anderen Star Trek-Titel aus der Zeit, aber gerade als DS9-Fan kann es die Geschichte allein schon wert sein. Falls einen Aspekt des Gameplays wirklich stört und man nur die Geschichte erleben will, habe ich sogar gute Nachrichten für euch. Es gibt zwar wie gesagt keinen einfacheren Schwierigkeitsgrad, aber dafür stammt dieses Spiel auch aus einer Zeit, als Cheatcodes direkt zum Spiel gehörten und nicht als Booster-Packs für Geld verscherbelt wurden. Leider gibt es das Spiel nicht auf GOG oder einer Plattform wie Steam, außerhalb von eBay wird der legale Bezug also schwierig. In der Beschreibung verlinke ich deshalb auch die VODs der drei Streams, in denen ich das Spiel durchgespielt habe. Falls ihr aber meinen Nostalgie-Trip bis hierhin durchgehalten habt und findet, dass The Fallen nicht so euer Ding ist, kann ich euch auch beruhigen. Star Trek hat in dieser Zeit wie gesagt genug Spiele hervorgebracht und wenn es nach mir geht, werde ich zumindest einige davon so gründlich unter die Lupe nehmen, wie ich es hier getan habe. Und wenn es soweit ist, hoffe ich ein paar von euch dann wieder hier begrüßen zu dürfen.